Wir Oberösterreicher! So! Jawohl, meine jawohl! Sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt ein Genie zu uns. Das ist ja relativ selten, dass sich so einer herablässt, in unsere Sendung zu kommen. Der Mann, der jetzt kommt, wird als Marcel Pravi der Wissenschaft bezeichnet, ist ein Mathematiker, wahnsinnig intelligenter Mensch. Das ist ein neues Buch, Gerechtigkeit siegt, aber nur im Film. Da geht es wahrscheinlich um Wahrscheinlichkeitsrechnung oder sowas ähnliches. Er ist sehr schlau, sehr charmant und sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier kommt Rudolf Taschner. Rudolf Taschner, lieber Herr Taschner, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Gerne, gerne. Was, Wein? Ja, wenn es das gibt. Ja, das gibt es. Ja. Wein haben wir immer. Es ist für uns natürlich ein gewisses Risiko, Sie eingeladen zu haben, weil ja normalerweise für unsere Zuschauer das Wort Mathematik gleich ein Ausschaltimpuls ist. Aber Sie geben so ganz und gar nicht das Bild des Mathematiklehrers ab, den man hasst. Das ist lieb. Ja, das soll Sie versuchen. Sehr lieb, ja. Ja, ist ja so. Natürlich. Ja, ich habe sehr gelitten unter dem Mathematikunterricht. Das tun viele. Ja. Mathematik ist lebensgefährlich, da haben Sie recht. Ja. Ja. Aber was kann man tun? Sie haben mal die Math Space gegründet. Richtig. Und zwar ein Kunstprojekt gegen den Mathematikverdruss. Aber wie kann man gegen Prost? Prost. Wie kann man außer saufen? Was kann man machen gegen diesen Mathematikverdruss? Du auch? Hast ihr du noch kriegt, was? Tut mir leid. Ach so, nein, du hast gar nicht gekriegt. Er hat mir nicht gefragt, also. Darf ich dir was? Wein? Ja, oder nein, was? Bitte. Nein, ja. Danke. Entschuldige bitte. Gerne, das tut mir sehr leid. Das passt schon, ist in Ordnung. Ja. Ist gar kein Problem. Oh. Die ganz normale Backstage-Ration vor dem Auftritt. Muss ich noch was sagen, dann jetzt gleich bitte. Prost, sag Prost, mal. Danke schön. Also, zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf die Zahlen. Ja. Haben Sie das tun wir später. Haben Sie eine Lieblingszahl eigentlich? 313, ja. Warum? Wir haben 313, weil Donald Duck hat das als Autokennzahl. Und ich liebe Donald Duck so sehr. Wirklich? Außerdem ist es eine Primzahl, ja. Ja, Donald Duck hat, weil er ist, entweder es ist der, es ist ja amerikanisch, der 13. März, nicht? Also der geboren. Ah, okay. 313, ja. Aha. Und 9-11 für Donald Duck war 313. Also mich haben ja Mathematiker dann, also oder Leute, die sich interessiert haben, immer genervt. Ich habe nie verstanden, was der Reiz ist an Primzahlen. Das klang für mich immer wie irgendwas, was man anbaut. Nein, das ist, man siebt sie heraus. Es gibt von Eratosthenes, es gibt die Idee, dass man Primzahlen heraussieben kann, wie kleine Goldstücke aus dem Schlamm. Aus dem Zahlenschlamm. Aus dem Zahlenschlamm kommen plötzlich diese kleinen Edelsteine Primzahlen aus. Man weiß nicht, wann eine da ist und wann sie nicht da ist. 313 ist eine Primzahl zum Beispiel. Aber warum gerade die und nicht... Warum? Ja, warum? Das wissen wir nicht. Wir wollen es immer noch aber ist doch wurscht, oder? Warum? Eigentlich... Der Zahl sowieso, aber... Genau, aber gute Frage. Kann man, also was ist das Faszinierende an Mathematik? Kann man mit der Mathematik die Welt erklären? Oder ist das Faszinierende der Welt? Ich meine, Mathematik ist faszinierender als die Welt selbst. Ich will es Ihnen zeigen. Ja. Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen. Ich habe etwas Mathematisches mitgebracht. 100 habe ich mitgebracht. Aber 100, also ich habe 100 Euro mitgebracht. Die 100 Euro lege ich Ihnen her und ich werde mit den 100 Euro ein kleines Spiel machen, das mit Mathematik zu tun hat, das mit Ernst der Welt Strasser zu tun hat. Würde jetzt gehen. Es sei denn, Sie hätten noch 1000 andere Freunde. Okay. Wir bleiben. Das sind also 101-Euro-Münzen. 101-Euro-Münzen. Und nun mache ich Folgendes. Ich werde einen von Ihnen, den ersten, anbieten, Sie von diesen 101-Euro-Münzen einen gewissen Teil zu nehmen, das andere würde dem zweiten bleiben. Und der zweite hat die Chance, entweder zu sagen, ja, nehme ich, und dann gehört das Geld, so wie es geteilt haben, Ihnen. Oder der zweite sagt, von den 100 Euro lässt er mir nur so wenig übrig, nehme ich nicht, ja, dann bekomme ich wieder alles. Also für den ersten ist es ziemlich kompliziert. Wie viel soll er sich da nehmen, damit der zweite nicht sagen kann, nehme ich nicht? Wer soll der Erste sein? Machen wir gerecht? Nein, Alphabet, Grissemann, das ist ganz klar. Gerecht schon ungerecht. Dann würde ich mal, weil Ihr Buch ja auch Gerechtigkeit heißt, sagen, ich kriege 99 Euro und dem Stermann bleibt das, was er auch jeden Monat